Heute, wie immer, mit Autor Die Filmshow. Stellen Sie sich vor, Sie drehen Ihren ersten Film. Sie investieren Jahre Ihres Lebens in die Entwicklung der Geschichte und haben ein wunderbares Drehbuch und einen tollen Cast mit den besten deutschen Schauspielern. Stellen Sie sich nun vor, Ihr erster Film wird ein großer Erfolg bei den Kritikern und beim Publikum. Und Sie gewinnen nicht nur alle wichtigen Filmpreise, sondern auch den wichtigsten überhaupt, den Oscar. Schöne Vorstellung, oder? Stellen Sie sich nun vor, Sie müssen Ihren zweiten Film schreiben. Wenn Sie jetzt 2,5 Meter groß sind, davon etwa 35 Zentimeter beeindruckende Lockenpracht und Sie leben als gebürtiger Kölner in Los Angeles, dann sind Sie, richtig, dann sind Sie Florian Henkel von Donnersmarck. Nach dessen Übererfolg mit Das Leben der Anderen hat sich Donnersmarck ganze 12 Jahre Zeit gelassen mit seinem Zweitwerk. Ja, den lassen wir mal unerwähnt, der macht uns ja auch die ganze Herleitung kaputt. In dieser Zeit hat sich Donnersmarck intensiv mit seinem Stoff beschäftigt. Der Lebensgeschichte des großen deutschen Malers Gerhard Richter, der in Werk ohne Autor Kurt Bannert heißt, dargestellt von Tom Schilling. Werk ohne Autor ist ein Film mit Ambition, leider jedoch viel zu viel davon. Denn Donnersmarck will sich, uns und vermutlich der ganzen Welt alles erklären. Das Wesen der Deutschen, das Wesen der Kunst und wie alles miteinander zusammenhängt. Gerhard Richter selbst wuchs in Dresden auf, hat zuerst sozialistisch korrekt gelernt zu malen und später in die BRD geflohen, seinen eigenen Stil entwickelt, leicht verwischte, abgemalte Fotografien. Donnersmarck zeigt, dass Richter schon als kleines Kind mit Kunst in Berührung war, in der Ausstellung zur sogenannten entarteten Kunst. Was hat das mit Kunst zu tun? Wodurch erhebt es die Seele? Was hat das mit Können zu tun? Denn Kunst kommt von Können. Ich glaube, das könntest du auch. Doch, das könntest du. Versuch's doch mal. Und wenn du fertig bist, dann fragst du deine Eltern, ob sie dir einen Groschen dafür geben. Weißt du, was die Herren Wassily Kandinsky dafür gezahlt haben? 2000 Mark. Mehr als das Jahresgehalt eines deutschen Arbeiters. Wir werden dafür Sorge tragen, dass gerade das Volk jetzt zum Richter über seine Kunst aufruft. Vielleicht will ich doch kein Maler werden. Vieles an dem Film ist problematisch. So beschreibt er die Suche nach einer neuen Kunst und ist dabei selbst ganz konventionell, bieder und spießig. Josef Beuys wird im Film der Lehrer von Richter, was er in Wahrheit nie war, aber Beuys ist halt eine schöne Filmfigur. Wählt nie wieder eine Partei. Wählt die Kunst. Es ist ein Entweder-Oder. Nur in der Kunst ist die Freiheit keine Illusion. Nur der Künstler kann den Menschen nach dieser Katastrophe das Gespür für ihre Freiheit zurückgeben. Jeder Mensch, ob er nun bei der Müllabfuhr ist oder Landwirt ist, hat die Chance, ein Künstler zu sein. Wenn er seine eigenen subjektiven Fähigkeiten ohne Vorgaben entfaltet. Wenn ihr nicht frei seid, vollkommen frei, wird es niemand sein. Indem ihr euch frei macht, macht ihr die Welt frei. Ihr seid Priester. Ihr seid Revolutionäre. Ihr seid Befreier. Bringt eure Brandopfer. Am schwierigsten ist eine Szene, die gleich in Venedig bei der Premiere stark diskutiert wurde. In einer Parallelmontage wird gezeigt, wie gleichzeitig Richters Tante von den Nazis vergast wird, wie seine Onkel als Wehrmachtssoldaten fallen und wie seine Kindheitsliebe bei der Bombardierung Dresdens stirbt. Diese Szene ist unerträglich, weil sie alle Opfer des Kriegs gleichstellt, wo es doch einen Unterschied gibt, ob Menschen vergast werden oder als Soldaten fallen.
Und dann begibt sich die Kamera eben auch in die Gaskammer, wo die schöne nackte junge Frau nicht verzweifelt nach Luft ringt, sondern einfach friedlich umkippt, als wäre sie sanft eingeschlafen. Das sind Bilder von großer Naivität, die dem Film schaden. Natürlich sind alle Schauspieler hervorragend, von Tom Schilling und Paula Bär und Sebastian Koch bis hin zu Ben Becker. Und natürlich hat der Film viele beeindruckende Bilder. Aber für über 3 Stunden ist seine Grundaussage ziemlich dünn. Dass die deutsche Geschichte voller schicksalhafter Verstrickungen ist und nur die Kunst sie wirklich aufdecken kann. Vielleicht ist die Ermahnung von Kurts neuem Schwiegervater, Professor Karl Seeband, dargestellt von Sebastian Koch, vielleicht ist diese Ermahnung gar nicht an den Künstler Kurt Bannert gerichtet, sondern an den Künstler Florian Henkel von Donnersmarck selbst. Es genügt nicht, gut zu sein. Ich habe es erlebt, wie Männer, die nur gut waren, übergangen, enteignet, sogar ausgemerzt wurden. Wenn du Sicherheit haben willst in deinem Leben, ganz gleich, was du machst, musst du der Beste sein. Nicht einer der Besten, der Beste. Das ist ihm leider nicht gelungen, zumindest diesmal. Stellen Sie sich jetzt vor, Sie haben die 21. Filmshow produziert. Sie haben einen Vollband und Sie sind Pfarrer. Wie lange lassen Sie sich Zeit für die 22.? 3 Wochen? Ja, das kommt hin. Denn dann sehen wir uns nach einer kurzen Pause schon wieder und dann reden wir über große Songs und große Legenden. Das war die Filmshow. Ich bin Pfarrer Christian Engels und cut. Kanal abonnieren nicht vergessen.